Willkommen zur Vorstellung der Linux Support Erweiterung des Client Management Systems OPSI. Werfen wir zunächst nochmal einen kurzen Blick darauf, was OPSI ist. OPSI ist ein Client Management System für Windows und Linux Client basierend auf Linux Servern mit den Kernfeatures automatische Betriebssysteminstallation, Softwareverteilung und Konfiguration, Inventarisierung. Darüber hinaus gibt es viele Erweiterungen. Windows-seitig unterstützen wir die aktuellen Windows-Versionen, Desktop und Server. Und darüber hinaus unterstützen wir eine Fülle von Linux-Distributionen, denen wir uns jetzt etwas näher zuwenden wollen. Sinn und Ziel der Linux-Support-Erweiterung ist es, Ihnen ein Client-Management-System für heterogene Umgebungen aus einem Guss zu bieten. Das heißt, für die Linux-Seite bieten wir von vornherein einen distributionsübergreifenden Ansatz mit der Unterstützung für die üblichen business-relevanten Linux-Distributionen. Vom Client-Management her haben wir eine volle Integration im Management-Interface und auch der Client-Agent ist für Linux und Windows weitgehend derselbe. Das heißt, er ist befehl- und konfigurationskompatibel, da er auf derselben Codebasis basiert. Schauen wir uns jetzt die Betriebssysteminstallation etwas näher an. Wie bei Windows wird auch hier per PXE-Boot ein Boot-Image geladen. Das ist das OPSI Linux Boot-Image, was auch zur Windows-Installation verwendet wird. Üblicherweise dient dieses dazu, die Platte vorzubereiten, um dann unter Verwendung des eigentlichen Original-Distributions-Installers eine unbeaufsichtigte, also automatische Installation durchzuführen, in der entsprechend eine Antwortdatei hinterlegt ist. Es gibt auch noch andere Varianten, rein OPSI-basiert, Image-basiert. Damit beschäftigen wir uns heute nicht. Nach Abschluss der Betriebssysteminstallation wird dann automatisch der OPSI Linux Client Agent installiert, der dann dafür da ist, die weitere Konfiguration der Maschine zu übernehmen, weitere Software zu installieren und diese zu konfigurieren. Der Ablauf ist in etwa so, dass wir ein PXE-Boot haben, dann wird entsprechend über den DHCP ein PXE-Linux zugewiesen, das wiederum lädt das OPSI-Boot-Image. Das OPSI-Boot-Image holt sich die Original-Init-RD, die wird entpackt, es wird eine Antwortdatei erstellt, die wird in das Init-RD plus ein paar weitere Dinge hineinkopiert und dann wird vom Boot-Image aus der Original Installer-Kernel mit der modifizierten Original-Init-RD geladen, um dann den Original-Distributions-Installer auf den Weg zu schicken, um das eigentliche Betriebssystem zu installieren. Wir haben in OPSI 4.0.7 eine weite Unterstützung der aktuellen Releases der wichtigsten Linux-Distributionen, sowohl was die Betriebssysteminstallation als auch was die Bereitstellung eines entsprechenden OPSI Client Agent betrifft. Der OPSI Client Agent selber besteht aus zwei Komponenten. Das ist eine Service-Komponente, die die ganze Zeit durchläuft und konfigurierbar aktiv wird, und einem Script-Interpreter, der OPSI Script, der dann die eigentlichen Aktionen ausführt und mit Rootrechten auf der Maschine läuft. Der ist dann dafür zuständig, entsprechende Aktionen zu unternehmen, Software zu installieren, zu konfigurieren, Konfigurationen abzufragen, mit dem Server zu kommunizieren,
Und dazu bietet halt eben dieser Skriptinterpreter eine Reihe von speziellen Funktionen, die es Ihnen vereinfachen, die Dinge zu machen, die Sie während einer Installation oder einer Konfiguration brauchen. Sie haben umfangreiche Informationen zum laufenden Betriebssystem, zum Release. Sie können aber natürlich externe Skripte starten, um zum Beispiel Repositories hinzuzufügen, Software aus Repositories zu installieren, Konfigurationsdateien zu manipulieren. Und wir haben ein umfangreiches Logging, das dann auch wieder direkt zum OPSI-Server geschickt wird. Um Ihnen die Möglichkeit ein bisschen vorzuführen, wollen wir jetzt einen entsprechenden Ablauf mal vorführen, bei dem wir Folgendes machen. Wir suchen uns aus der Kleinliste einen entsprechenden Rechner aus, hier die vMAX1068. Auf dieser Maschine wollen wir jetzt ein frisches Ubuntu 16.04 installieren. Ist schon drauf. Installieren wir nochmal, indem wir das auf Setup stellen. In den Properties sehen wir, wir installieren ein 64-Bit-System. Wir fragen nicht vorher, ob installiert werden soll. Der Client-Agent soll installiert werden und wir installieren nicht aus dem Internet, sondern aus einem auf dem OPSI-Server abgelegten lokalen HTTPS-Repository. Nach der Installation im Bereich Setup After Install stehen hier zwei weitere Produkte, die direkt auf Setup gestellt werden, die dann dafür verantwortlich sind, direkt die Maschine weiter zu konfigurieren. Wir speichern das hier mal und schauen uns die Produkte an, die dann auf Setup gestellt werden. Das ist das Produkt LOPSI Server. Das dient dazu, um auf dem frisch installierten Ubuntu die dazugehörigen OPSI-Pakete zu installieren, sodass wir danach einen OPSI-Server haben. Bei den Properties sehen wir, dass wir hier auch noch einiges konfigurieren können. Soll DHCP hier installiert werden oder nicht? Und sollen noch User installiert werden und ähnliches. Bevor dieses Paket installiert wird, steht in den Abhängigkeiten noch, dass vorher ein kompletter System Update gemacht wird, damit die Maschine auf dem aktuellen Stand ist, bevor wir die OPSI-Pakete installieren. Und nachdem der OPSI-Server, also die OPSI-Pakete installiert werden, wird über das Paket Server Test die Pakete befüllt, es wird ein Windows-Produkt installiert, es wird ein paar Hilfsprodukte installiert, das Windows-Produkt wird befüllt und es wird ein Client angelegt, der dann bei OPSI Server Test Wait gestartet wird. Und damit wir jetzt hier quasi zum Beweis von dem frisch installierten und befüllten OPSI Server automatisiert ein Windows installieren können und das Produkt OPSI Server Test Wait wartet darauf, dass dann die Windows-Installation erfolgreich abgeschlossen wird. So, jetzt starten wir die virtuelle Maschine und hier wird das Boot-Image geladen. Das Boot-Image holt sich die Init-RD, bereitet die vor, legt die Antwortdatei und hat dann eben, man konnte es kaum sehen, per .exec den eigentlichen Ubuntu-Kernel geladen und dann die Antwortdatei gefunden. Und jetzt wird aus dem auf dem OPSI-Server hinterlegten Repository, HTTP-Repository, die Maschine installiert und nach Abschluss, da sind wir jetzt ungefähr so weit, wird in diese Installation der OPSI Linux Client Agent integriert, sodass beim nächsten Reboot direkt der Client Agent aktiv wird. Das ist jetzt hier der Fall. Wir sehen hier ein Upgrading System. Das ist jetzt schon das Produkt L-System Update, was jetzt die Maschine auf den aktuellsten Stand aus dem Internet bringt, um danach,
den Linux Client Agent nochmal sicherheitshalber erneut zu installieren und dann zu dem Produkt LOPSI Server zu springen, was uns jetzt eben das OPSI-Repository hinzugefügt hat und jetzt aus diesem Repository heraus die OPSI-Pakete auf der Maschine installiert. Wenn das jetzt getan ist, rebooten wir sicherheitshalber einmal und jetzt werden entsprechende OPSI-Pakete installiert, befüllt und jetzt wird von der Maschine aus die Windows-Maschine, die Sie gerade gesehen haben, rebootet und die bootet wiederum jetzt vom neu installierten OPSI-Server das entsprechende Boot-Image und die Windows-Installation wird hier eingeleitet bzw. ist schon fast abgeschlossen. Das müssen wir uns jetzt nicht noch bis zum Ende anschauen. Ich denke, man hat gesehen, welche umfangreichen Möglichkeiten die automatisierte Linux-Installation mit Konfiguration bietet und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.